Hier ist mein Horrorszenario. Um 6.30 Uhr klingelt der Wecker. Man schält sich aus dem Bett, draußen ist es eiskalt, man fährt eine halbe Stunde zu irgendeinem Gebäude und sitzt da dann den ganzen Tag rum. Richtig ätzend. Dein Horrorszenario ist also der Alltag von jedem Menschen zwischen 6 und 65? Wenn man das so sieht, ja. Ich bin damals in der Schule schon halb verreckt, wenn ich um kurz vor 8 im Matheunterricht sitzen musste. Überflüssig zu sagen, dass da nicht sonderlich viel hängen geblieben ist. 3x9, 16. 2x8, 42. 9x9, 9. Als ich angefangen habe zu arbeiten, war für mich schnell klar, dass es eine komfortablere Lösung geben muss. Und die gibt es. Homeoffice. Die letzten 2 Jahre haben gezeigt, dass es in vielen Fällen möglich ist. Gut, manchmal klappt es auch nicht. So, Herr Schneider, dann nehmen Sie jetzt den Schlauch und intubieren sich selbst. Ach, papalapap. Das kriegen Sie schon hin. Homeoffice stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. Zum Beispiel Zeitmanagement und Disziplin. Wenn du keine Vorgesetzten um dich rum hast, die dir im Nacken sitzen, musst du deinen Scheiß einfach alleine gebacken kriegen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Hi Leute, ich bin's, Malte. Und zwar habe ich jetzt auch angefangen mit Homeoffice und habe am ersten Tag sage und schreibe 2 Mails beantwortet und bin auch total zufrieden mit der Ausbeute. Man spart bei der Homeoffice-Nummer natürlich eine Menge Zeit. Ich bin bei allen Online-Vorlesungen, die vor 10 Uhr stattgefunden haben, einfach im Bett liegen geblieben und habe die parallel laufen lassen. Da ist komischerweise auch nicht viel hängen geblieben. Hast du vielleicht einfach ein Problem mit frühen Terminen? Ja. Naja, man spart einfach eine Menge Zeit, weil die Fahrtwege wegfallen. Und unkompliziert ist die Sache auch. Bad Hair Day? Scheißegal. Oben Hemd? Unten Jogginghose. Klappt bei den meisten Zoom-Calls perfekt. Es gibt aber natürlich auch Nachteile im Homeoffice. Es kann halt immer passieren, dass... Hi, ich habe eine Lieferung für Micha. 50 DVDs von Ice Age 4, 500 Meter HDMI-Kabel und einen Lebensvorrat an Sternanis. Ja, perfekt. Danke. Wo war ich stehen geblieben? Letztlich wird man daheim viel abgelenkt. Zwischen den Calls macht man noch Wäsche, die Mittagspause nutzt man noch kurz zum Einkaufen und man ist irgendwie viel erreichbarer als im Büro, weil man ja eigentlich zu Hause ist. Und das Schlimmste, wenn der Feierabend kommt, ist irgendwie nicht so richtig Feierabend. Ah, Feierabend. Wer allein wohnt, bekommt den ganzen Tag keinen Menschen zu Gesicht. Wer die Wohnung teilt, schießt sich im Homeoffice manchmal auch so ein bisschen gegenseitig ab. Es ist also nicht zwangsläufig die ideale Arbeitsumgebung. Hey, kann ich dir kurz meinen 90s Eurodance Dubstep Ska Classic Rock Jazz Remix zeigen? Nee, ich bin gerade beschäftigt. Ich habe jetzt ein paar Jahre im Homeoffice gearbeitet und ich merke, dass es für mich immer weniger funktioniert. Deshalb gehe ich jetzt ein paar Tage in der Woche in den Coworking Space. Und obwohl es eigentlich mein Horrorszenario ist, ist der Weg morgens mit dem Fahrrad hin und abends wieder zurück richtig gut. Die Arbeit bleibt im Office und selbst wenn man noch so ein paar Emotionen mitnimmt, hat man genügend Zeit, sich auf dem Heimweg abzureagieren. Vielen Dank, dass ihr euch die neue Folge von Michas Mundwerk angeschaut habt. Falls ihr gerade im Homeoffice sitzt und noch ein bisschen länger prokrastinieren wollt, dann checkt doch mal diese Playlist aus. Da gibt's alle bisher veröffentlichten Folgen von Michas Mundwerk und runter ist eine Playlist von meinen Kollegen von der Brenz WG. Schaut doch da gerne mal rein und abonniert natürlich auch den Channel.